Sicherheitszeichen, die erstreckten Rosten. Sicherheitszeichen. Keine Sicherheit, Federotter, keine Sicherheit. Keine Sicherheit. Wir sperren den Ausfahrt, Sicherheitszeichen der Streckenposten. Sicherheit gewährleistet zu Beginn der Starter. Hat schon wieder seine Fahrt, hätte das linkere Rad ausgebaut. Darum rede ich Stopp, weil das Rad da drin war. Momentaner Stand in der vierten Runde. Die 2,37 bei dem letzten Durchgang auf 1. Die 8. Alle beide, stehen und Ich bin nicht mehr.
So, fahren wir weiter. Okay, wir spüren da bitte ein Rausfahrtsicherheitszeichen der Streckenbusse. Alle Fahrer vom Wall runter, alle runter. Keine Sicherheit, die Autobus sagt die Sicherheit. Keine Sicherheit, ich habe die Sicherheitsanfrage gehabt, aber keine Sicherheit, da hat keiner freigegeben. Ein Ausfahrtsperren, Sicherheitszeichen der Streckenposten. Sicherheit gewinnen, also frei. Hat das Hinterrad ausgebaut und das war der Platz 2 von Stefan, leider. Hinterrad ausgebaut, keine Bremswirkung mehr, muss aus der Rennen genommen werden. Oh, der kommt ja auch von der 19, aber ich sehe
Ich bitte dann die Verantwortung wieder vom auf dem Wall und der Rest wieder bitte runter. Spurkommissare kriegen eine Anweisung per Funkgerät, dass wir da weiterkommen. So, wir sperren da bitte Ein- und Ausfahrt. Sicherheitszeichen, Schrinkenposten. Sicherheitszeichen, bitte. Jawohl, so sieht Freude aus, meine Damen und Herren. Ja, wieder in einem Leasing-Auto vorne mit dabei. Und so wie es ausschaut, ganz vorne dabei sind die Jahre 2014. Der Rudi im roten Käppi ist übrigens der Besitzer dieses Fahrzeugs, der das Fahrzeug zur Verfügung gestellt hat. Andi hat den Ehrenlöwe auch damit. So, wir haben die offizielle Siegerliste vom Lauf Nummer 12, Deutsche Meisterschaft.